Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Ein lachendes Auge wegen unserem schönen Benz im Hintergrund und ein weinendes Auge. Ein langer Freund, der in der Familie war. Ein Auto, was auch lange hier auf dem Kanal für Unterhaltung gesorgt hat. Unser Hyundai Atos. Ja, er wurde mir leider Gottes entwendet. Er ist spurlos verschwunden. Ich bin heute durch Zufall mal hinten auf meinen Platz gegangen, der auch nicht kameraüberwacht ist. Also das ist, ich habe mir aber auch ehrlich gesagt bei dem Hyundai Atos keine Gedanken gemacht, dass mir jemand dieses Auto wegnimmt dort. Und ja, das Problem ist wirklich, ich weiß echt nicht, wann ich zuletzt mal da war und habe mal geguckt. Ich glaube, das ist locker ein Monat her. Und in dieser Zeitspanne wird er wohl entwendet worden sein. Ich habe auch schon alles mit der Verwaltung und so geklärt. Er ist einfach verschwunden und somit gibt es den Hyundai Atos nicht mehr. Ich wollte noch daraus, also er war ja abgemeldet, das war ja das Auto meiner Cousine. Haben wir ein neues Auto gekauft, das war ja alles tipptopp, ne? Auto Hyundai Atos stand dann da waren noch nagelneue Allwetterreifen drauf, Ölwechsel und so gemacht, der Wagen fuhr, alles gut, ne? Sah jetzt nicht, war kein Augenschmaus, aber das Fahrzeug fuhr. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, was für ein Auto meint er überhaupt, hier mal der Link zum Video. Jetzt flext er hier hinter der Wand, ich glaube es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann ja alles Mögliche formell geklärt und so, aber ich sehe keine Hoffnung. Auch mir wurde auch gesagt, die Hoffnung, dass da irgendwas noch zu finden sein wird, sehr, sehr gering. Es soll wohl sehr beliebt sein, diese Fahrzeuge zu schlachten und Richtung Afrika zu schicken. Keine Ahnung, ist weg. Brauchen wir gar nicht mehr. Also der Hyundai Atos ist weg. Definitiv. Ich glaube nicht, dass ich den nochmal wiederkriegen werde. Leider. Ach, ich wollte noch so schön damit was machen. Ich hatte mir vorgestellt, dass wir da daraus so ein Bastelding, so ein experimentell Ding machen. Vielleicht in der Mitte durchflexen und andere Dinge. Jetzt geht der Akku schon wieder leer. Ich kack ab. Einen Moment. Akku wieder gewechselt. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, Atos Thema abgeschlossen. Dafür haben wir noch vielleicht andere Spielzeuge, mit denen wir was machen können. Und ich werde definitiv da hinten kein Auto mehr hinstellen. Ich meine, wer klaut sowas oder so? Ich verstehe es echt nicht. Widmen wir es wieder schönen Dingeren zu. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte eigentlich heute schon mit der Innenraum-Geschichte beginnen, weil, ey, ohne Witz, also bei mir ist es gerade Katastrophe. Ich habe überhaupt keinen Platz, weil ich das ja instant da reinbauen wollte und vorher natürlich die Reinigung machen wollte. Das werde ich leider Gottes verschieben. Aber wir können uns mal den Unterboden nochmal ansehen. Also es ist immer noch nicht getrocknet. Also die Temperaturen sind Katastrophe hier drin. Und dadurch braucht das Mittel natürlich ein bisschen länger zum Trocknen. Aber ich gewähre euch einen Blick. Und sorry Leute, ich habe das nicht abgeklebt. Unten drunter die Bremsleitung habe ich ein bisschen mit übergesprüht. Mit dem Unterbodenschutz. Aber man wird sowieso nicht sehen, weil da ist ein Plastik drunter. Also so sieht das aus. Übrigens für diejenigen, die sich daran erinnern, diese Halterung, die war komplett durchgerostet. Die habe ich natürlich wieder fresh gemacht und komplett grundiert und alles. Und so sieht das Auto jetzt aus von unten. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Ist das Fahrzeug nicht wieder top von unten? Und wenn man so mit dem Finger drauf drückt, das klebt noch, seht ihr? Dann hat man sofort Fingerabdrücke. Ich will das auf jeden Fall noch mal einen Tag dann trocknen lassen, bevor wir hier weitermachen. Aber wunderschön geworden, ehrlich. Also das ist, ich denke mal, jetzt wirklich dann der Abschluss auch, damit das Kunststoff dran kann. Was wird jetzt als nächstes geschehen? Also den Autos schreiben wir ab, der ist weg. Gut, ich hatte jetzt auch nicht jetzt in Kürze vorgehabt, irgendwas zu drehen. Der Peugeot zum Beispiel, das Fahrzeug, was 20 Jahre in der Garage stand, das ist übrigens in Sicherheit, also keine Sorge. Und dann haben wir auch noch den Scirocco, den haben wir auch noch, der ist auch in Sicherheit. Das ist alles kein Problem. Aber ich werde auf jeden Fall, ach so, viele von euch haben noch geschrieben, ja, verlänger doch den Schlauch. Also ich kann es mit dem Finger hier fühlen, Leute. Der ist direkt hier an der Fingerkuppel. Also wenn da Wasser rauskommt, läuft es direkt hier raus. Und ich denke mal, es sollte eigentlich doch reichen. Oder meinte ich, soll da wirklich nochmal... ein Schläuchchen dran machen, weil das Problem ist auch, darunter ist ja das Kunststoff, da muss ich nämlich auch durchs Kunststoff bohren, ne? Durch dieses hier, wegen der Wagenheberaufnahme. Ich habe ja schon gesagt, dass ich die Wagenheberaufnahme markiere und habe hier auch schon einen passenden Wagenheber, der in den Kofferraum kommt, und zwar sieht der so aus,
Und das haben ja die meisten. Ich glaube, 90% der Leute haben solch einen Wagenheber mit Kurbel. Und ja, der wird dann in Zukunft ungefähr an dieser Position angesetzt. So, ja, also man sieht ja, wie schön er da umgreift um die Lippe. Und dann ist die Sache auch geritzt. Also damit kannst du locker im Notfall ja, einen Reifen wechseln. Das ist gar kein Problem. Und dementsprechend benutzen wir halt die Lippe. Die Originalwagenheberaufnahme, die ja da war, da war ja hier vorne ein Loch gewesen. Die ist jetzt nicht mehr vorhanden. Die ist halt komplett durchgegammelt. Und dementsprechend, denke ich, ist das eine super, super gute Alternative, um im Notfall natürlich das Fahrzeug anzuheben. Ja, das ist natürlich eine traurige Geschichte mit dem Atos. Ihr seht jetzt, ich bin jetzt nicht so voller Trauer, weil das Fahrzeug, ja, wie soll ich sagen, er hat das getan, was er tun sollte. Er hat meine Cousine lange ja, befördert, sage ich jetzt mal. Und sie hat, wir haben ihr dann ja den Corsa D besorgt. Und sie ist auch super glücklich, hat auch nicht einmal dem Atos hinterher geweint. Aber ich hatte schon ein bisschen Arbeit reingesteckt. Ich hatte die Traggelenke neu gemacht, die Reifen waren neu, Allwetterreifen. Ja, ist halt jetzt so passiert, ne? Was willst du machen? Ja, heute in diesem Punkt mal so ein Video. Also, wir lassen den nochmal einen Tag trocknen. Dann kommt morgen das Plastik drauf. Dann kommt der Wagen so langsam jetzt auch mal. Ja, ich überlege gerade. Genau, der Wagen muss dann runter, weil dann beginnt die Innenraumreinigung. Genau. Oh, jetzt habe ich gespuckt, habt ihr gesehen? Dann kommt die Innenraumreinigung. Dann werde ich definitiv den Wagen komplett einmal richtig schön waschen. Dann kriegt er noch eine Politur. Dann werden wir die Scheinwerfer noch aufbereiten. Dann noch ein, zwei kleine Dällchen, die wir rausarbeiten müssen. Dann wollte ich hier auf jeden Fall noch an diesem Radlauf hier oben, da genau, ist noch ein bisschen Rost, das alles entfernen, beispachteln, damit der Lackierer nochmal drüber kann, der Profi. Dann hatte schon der Roy damals erkannt, hier die Heckstoßstange, die sieht so ein bisschen trüb aus, werden wir dann aber nochmal sehen, wenn der Wagen, wie gesagt, sauber ist. Ich tippe mal, da ist zu, also ich denke mal, die haben da per Dose, Spraydose, Klarlack drauf gesprüht und deswegen sieht das so ein bisschen unselig aus. Aber wenn der Innenraum fertig ist, geht es direkt weiter mit dem Motor. Der Motor kriegt, wie gesagt, eine komplette Inspektion. Dann schauen wir uns noch die Injektoren an, die zwei, wo die Ölkohle ist. Und ja, dann können wir auch schon nächste Woche zum TÜV fahren. Das ist mein Ziel. Ich will nächste Woche zum TÜV fahren und den TÜV dann auch soweit bestehen. Ja, wir hatten ja noch das Problem mit den Gummis hier, wo unsere Pumpe dran ist. Diese haben sich ja, die zerlegen sich ja komplett von selbst. Also das ist, das reißt schon teilweise. Ja, also da werde ich mal gucken. Ich habe noch so Gummis von Auspuffhaltern, damit diese Pumpe hier rein kann, ja. Ich habe ja die Halterung sauber gemacht, schön gemacht. Und diese Pumpe, die mache ich auch nochmal schön sauber. Ich habe ja gedacht, im ersten Video habe ich ja gedacht, wo ich es abgenommen habe, das wäre der Filter gewesen. Aber das ist eine Pumpe mit Heizung. Nicht wundern, hier die Kabel, die habe ich nur so zusammengesteckt, damit das nicht im Weg ist. Das ist das ja, Kabel für die Elektrik. Und die Pumpe, die hing dann hier so gefedert in dem, an der Halterung mit diesen Gummis. Und da werde ich mal schauen, weil diese Gummis, die bei eBay oder so, gar nichts gefunden. Wenn da jemand eine Info hat, wo die Gummis sind, sehr, sehr gerne. Morgen kommt die Auflösung vom Gewinnspiel. Das auf jeden Fall auch nochmal. Wir sind schon bei Minute 6. Ich will das Video recht kurz machen. Und ja, gut. Pakete gehen diese Woche auch wieder raus. Definitiv hier der Schweißhelm muss auch noch zu unserem Gewinner auf jeden Fall. Ja, da würde ich sagen, machen wir einen Abschlussschluck. Sorry Leute, dass ich euch jetzt hier nicht irgendwas noch zeige, aber wie gesagt, das ist noch so klebrig. Ich möchte jetzt ungern mit dem Kunststoff dran und dann wackeln und tun und machen. Dann sehen wir überall die Montage schlieren. Prost! Hm. Genau, das kommt ja auch noch darunter, habe ich ganz vergessen. Genau, das ist die komplette Blende, die noch drunter kommt. Hier. Ja. Und dann ist sowieso die schöne Arbeit, die wir gemacht haben, alles abgedeckt. Man sieht dann nichts mehr. Guck mal da, wie schön das aussieht. Ja? Hammer, oder? Wie neu, ey, wie neu. So, hier nochmal. Richtig toll. Da wird nichts mehr rosten. Also ich denke wirklich, ich habe ja hierfür, wobei das die gleiche Farbe ist, das ist der Unterbodenschutz Steinschlag und das ist der Unterbodenschutz in Wachs. Sieht aber identisch aus. Beides schwarz, ja klar. Also, wir trauern jetzt einfach mal dem Atos hinterher. Vielleicht mache ich auch nochmal so ein kleines Video hier hinten dran. Ich weiß nicht, ob ich es zeitlich schaffe, wo man nochmal ein paar Szenen sieht von dem Atos. Ja, euer Mr. Do It. Ciao, ciao Atos. Bis dann.